Und zwar machen wir das wieder so, wir denken uns wieder, wir klemmen halt wieder diesen Widerstand ab. Ja? Nennen das genau wie wir es eben schon genannt haben, Knoten A und Knoten B. Und versuchen jetzt mal direkt diese Schaltung hier, den Rest der Schaltung relativ direkt in einen Spannungsquellenersatzschaltbild umzuwandeln, also in eine Spannungsquelle mit einem Reihenwiderstand. Und an diese Schaltung dann am Ende wieder unseren Widerstand R2 anzufügen. So, also das ist der Widerstand R2 und den nenne ich jetzt mal R-Ersatz und das hier nenne ich jetzt mal UQ-Ersatz. UQ-Ersatz. So, und naja, also das, was uns interessiert am Ende, ist ja, wenn das hier jetzt der Knoten A war und das ist der Knoten B, dann wie groß ist dieser Strom I2 hier? Ja, und den Strom I2, den könnten wir jetzt in dieser einfach, also ne, hier drüben ist es total schwierig, den Strom I2 auszurechnen. Hier drüben in der Schaltung ist es total einfach, den Strom I2 auszurechnen, weil das wäre ja einfach wieder UQ-Ersatz. Geteilt durch, genau, R-Ersatz plus R2, Gesamtspannung durch Gesamtwiderstand. So, die Schwierigkeit ist jetzt eigentlich zu sagen, okay, wie groß ist denn hier das und wie groß ist denn das? Ja, wenn wir das wissen, dann ist es total einfach, das in diese Formel einzusetzen und das halt auszurechnen. So, und jetzt ist halt die Frage, also R-Ersatz, das ist noch relativ einfach, kriegen wir halt raus, indem wir aus Sicht dieser Klemmen, ich deute das mal hier so an, in diese Schaltung reingucken. Na, also diesen Widerstand haben wir abgetrennt. Jetzt gucken wir aus Sicht dieser Klemmen in diese Schaltung rein und bestimmen sozusagen den Ersatzwiderstand dieser gesamten Schaltung. Und zwar dafür, dass wir die Quellen ausschalten. Und Quellen ausschalten funktioniert genauso wie bei der Superposition. Also wenn ich eine Spannungsquelle ausschalte, genau, dann hat man einen Kurzschluss. Also ich schreibe mal hin, ne? Das hier ist R-Ersatz aus Sicht der Klemmen. Also irgendwie kann ich heute nicht gut schreiben. Aus Sicht der Klemmen mit ausgeschalteten Quellen. So, und Quellen ausschalten heißt, wie schon richtig gesagt, aus Spannungsquellen wird ein Kurzschluss, aus Stromquellen wird einfach ein Leerlauf. So wie wenn man sich eben immer einfach diesen Kreis wegdenken würde, den Kreis weglöschen würde. So, also wir denken uns hier den Kreis weg, wir denken uns hier über diesen Kreis weg. Und gucken mal aus Sicht der Klemmen hier rein. So, dann sehen wir auf jeden Fall einen Widerstand R3. Ja. Und das sieht man, also ne, das, wir können gleich nochmal auf die andere Schaltung draufschauen. Also zu diesem Widerstand R3 ist dann dieser Widerstand parallel, weil der Widerstand, ne, das ist ja ein Kurzschluss, das ist ein Kurzschluss bis hier hinten rum. Eigentlich könnte ich mir diesen Widerstand auch hier oben so randenken. Ne? Eigentlich ist, wenn das hier kurz geschlossen ist und das hier kurz geschlossen ist und das hier auch kurz geschlossen ist, dann gibt es ja eigentlich eine Verbindung von hier nach hier. Ja? Vielleicht mal ein bisschen gerader gezeichnet. Von hier nach hier gibt es eine Verbindung. Und das heißt, ich könnte diesen Widerstand auch einfach hier sozusagen so rumklappen oben. Und dann würde ich sehen, dass R1 und R3 parallel sind. Ich gehe mal zurück auf die Schaltung, die wir vorher hatten. Da sieht man das halt eher. Ne? Wenn ich die Quelle ausschalte, ist die weg. Das ist ein Kurzschluss, das ist ein Kurzschluss, das ist ein Kurzschluss. Dann sind der Widerstand der 1 und der 3, die sind einfach parallel. Und das hat ja auch unsere Rechnung vorher gesagt, dass die halt beide parallel sind. Ja, also hier steht halt R1 parallel R3. Das hatten wir ja gerade eben auch. So, also das ist relativ einfach. Wir gucken aus Sicht der Klemmen, was hat diese Schaltung für einen Ersatzwiderstand, wenn wir alle Quellen ausschalten. So, und das UQ
Ersatz. Was wir auch suchen, das entspricht der Leerlaufspannung an den Klemmen. Also wir gucken an das Klemmenpaar, an dem wir den Widerstand R2 abgetrennt haben, und gucken, was für eine Spannung liegt da an im Leerlauf, wenn da kein Strom fließt. So, und das ist jetzt ein bisschen tricky, ne? Also uns interessiert jetzt diese Spannung hier von A nach B. Diese Spannung, das ist U-leer. Das ist die Leerlaufspannung hier. Das war der Ersatzwiderstand. Tja, und um die jetzt irgendwie sinnvoll zu bestimmen, müsste man sich wahrscheinlich jetzt auch das Schaltbild wieder ein bisschen umzeichnen. Wir können auch das andere gleich mal gucken und sich so ein bisschen überlegen, was da halt passiert. Ich sage mal hier, das ist einfach. Das kriegt man meistens ganz gut hin. Das hier unten ist so ein bisschen tricky. Also das heißt, hier muss man manchmal auch nochmal Superpositionen vielleicht benutzen oder irgendwie Strom- und Spannungsteilerei oder sich irgendwas Schlaues überlegen. Also wir gucken auf die andere Schaltung, die wir jetzt halt umgezeichnet haben. Ne? Also interessiert jetzt diese Spannung hier, wenn da kein Widerstand angeschlossen ist. Naja, so. Und jetzt könnte man ja sagen, okay, diese Spannung hier, also ich schreibe das mal hier in U leer. Ja. Die könnte sich ja ergeben aus dieser Spannung hier UR3 plus. Genau, und dann aber minus UQ3, weil die zeigt dann die falsche Richtung. Ja? Also irgendwie könnten wir zum Beispiel sagen, das wäre UR3 minus UQ3. So, und jetzt ist halt die Frage, UR3 würden wir herausbekommen aus dem Strom, der jetzt hier fließt, den nenne ich mal irgendwie I3. Das wäre I3 mal R3 minus UQ3. So, und dieser Strom I3, das ist jetzt ein Strom, der fließt halt hier lang. Ne? Hier kann er nicht rausfließen, weil hier haben wir ja Leerlauf. Ja, hier fließt ja jetzt kein Strom lang. Den Widerstand R2, den haben wir wirklich abgetrennt. Also muss der Strom I3, der muss jetzt irgendwie hier unten lang fließen und hier lang fließen und hier wieder so zurück. Ah, naja, auch alles irgendwie schwierig, weil man halt so viele von diesen Quellen jetzt hier noch hat. So eine richtig ganz einfache, schöne Masche ist das ja jetzt nicht. Diese Quelle würde ja diesen Strom treiben, diese Quelle würde halt auch den Strom treiben. UQ1, UQ3, UQ2, hier mit diesen Quellen müssen wir noch irgendwas machen. Ne? Also weil hier die Quelle macht auch einen Strom, der fließt. Also jetzt stellt mal fest, das ist irgendwie alles tricky. Vielleicht wäre es an der Stelle dann irgendwie schlau, nochmal Superposition zu nutzen oder so. Ich weiß nicht. Also richtig kommt man jetzt halt nicht voran auf diese Art und Weise. Ja, also weil jetzt haben wir versucht, das halt auf zwei einfache Sachen aufzuteilen. Aber jetzt ist dieser eine Rechenschritt hier, der wird jetzt schon wieder sehr kompliziert. Das, was ich am Anfang erklärt habe, war diese Methode. Ja. Aber gerade ich auch immer habe Probleme mit Olier zu bestellen. Ja, also zumindest in der Schaltung jetzt mit diesen vier Quellen ist das schon ziemlich kompliziert. Zum Beispiel bei Aufgabe 61 konnte ich das einfach, weil das ja war eine Spannungsquelle, eine Stromquelle, das habe ich schnell hinbekommen. Aber also deswegen, ich würde halt Zwei-Pol-Theorie, zumindest bei komplizierteren Schaltungen, auch immer irgendwie auf diese Art und Weise machen. Okay. Ja.
Und ich meine, man kann, also wenn man hier so merkt, okay, ne, ich könnte jetzt hier einen Schritt vereinfachen, also das ist jetzt hier super ausführlich aufgeschrieben, ja. So. Aber ich denke, dass wir jetzt hier nicht umhinkommen, mal zum Beispiel diese beiden Sachen hier irgendwie zusammenzufassen, umzuwandeln auf das, was hier unten steht. Ne? Also wir müssten jetzt mal diese Quelle trotzdem irgendwie eine Stromquelle um, also die beiden müssen wir halt irgendwie zusammenfassen. Anders kommen wir jetzt nicht voran. Ja, so. Wenn wir jetzt aber mal sagen, hier für diesen Teil, für das Umkästelte hier, dafür kann ich jetzt das hier unten einsetzen. Ja, dann könnte da vielleicht irgendwie so ein Schuh draus werden. Also dann könnten wir sagen, die Quelle UQ-Ersatz 1, die zeigt jetzt ja auch nach unten. Ja, so, und also jetzt hätten wir halt hier, na, anstatt diesen grün umkästeten Teil, hätten wir jetzt UQ-Ersatz 1 und R1. Und dann wäre das wieder hier unten angeschlossen an R3. So, und dann würden eben, also ich schreibe mal nochmal hin, das wäre jetzt hier UQ-Ersatz 1 und das wäre immer noch R1. So. Die Quelle macht jetzt einen Strom, der nach oben fließt. Die Quelle würde einen Strom machen, der nach oben fließt. Die Quelle macht einen Strom, der nach unten fließt. Das ist genau dieser Strom I3, den wir jetzt halt suchen. Ja? So. Und dieser Strom I3, der jetzt hier in dieser Masche fließt, dieser Strom I3, der würde sich ja jetzt ergeben aus einfach der Summe von diesen drei Quellen. Also es wäre jetzt UQ3 plus UQ2 plus UQ-Ersatz 1 geteilt durch die Summe der beiden Widerstände, die dem Strom da entgegenstehen. Und das ist R1 plus R3. Ja? Und das können wir jetzt nehmen, das I3 können wir jetzt nehmen und können das hier unten in diese Gleichung einsetzen, dann haben wir R3, dann haben wir UQ3, dann können wir das irgendwie ausrechnen und dann kommt da halt was bei raus. Ich schreibe das mal auf die andere, in das andere Ding rein. Ne? So, also U leer hier wäre also, was haben wir gesagt? R3 mal I3. Ja, oder R3 mal, das setzen wir gleich in Rot ein. Den roten Strom I3, den wir uns gerade überlegt haben. Und dann eben noch minus UQ3. Ja? So, also ich habe jetzt hier die Gleichung habe ich jetzt einfach abgeschrieben. R3 mal I3 minus UQ3. Und für I3 setze ich jetzt das hier oben ein, das, was wir uns gerade hier überlegt haben. Also in Rot. Nee, erstmal in Grau weiter. Also das ist R3 mal. So, jetzt kommt der rote Strom und der rote Strom war UQ3 plus UQ2 plus UQ-Ersatz 1. Und UQ-Ersatz 1 war hier das Grüne, das ist das, was hinten stand. Das war halt R1 hier, das haben wir schon mal aufgeschrieben. Das war irgendwie R1 mal IQ minus UQ1. Ja. R1 mal IQ minus R1 mal IQ minus UQ1. So, und das geteilt durch R1 plus R3. So, und das jetzt nochmal minus die UQ3 von hier. So, das sollte jetzt eigentlich irgendwie alles sein. Ja, R3. Ich denke, dass das so passt. So, und jetzt würden wir halt das R-Ersatz nehmen, das UQ-Ersatz nehmen und das hier oben einsetzen in diese Formel. Und wollen wir hoffen, dass das jetzt halt irgendwie passt und auch zu einem sinnvollen Ergebnis führt. Ich mache mal hier einen langen Bruchstrich. So, und schreibe jetzt das mal ab. So, und damit ich das jetzt irgendwie geschickt mache und jetzt so einen Doppelbruch vermeide, erweitere ich mal das hier hinten auch mit R1 plus R3 geteilt durch R1 plus R3, einfach um das auf einen gemeinsamen Bruchstrich zu schreiben.
Ja, wieder Mathematik. So, also schreibe ich das R1 plus R3 hier schon mal unter dem Bruchstrich. So, das würde jetzt noch multipliziert werden mit unterm Bruchstrich mit dem R-Ersatz. Das R-Ersatz steht hier. Ne? Das wäre halt auch wieder R1 mal R3 geteilt durch R1 plus R3. Wie gesagt, ist jetzt bei der Aufgabe halt auch ziemlich aufwendig und ziemlich fies, weil das eine ist ohne Zahlenwerte. Sonst könnte man sich das Leben deutlich vereinfachen. R1 mal R3, so plus R3. Nee, halt plus R2. Entschuldigung, das R2 von hier. Plus R2. So, und über dem Bruchstrich steht jetzt alles, was hier sozusagen über dem Bruchstrich steht. So, und dann können wir sehen, dass sich jetzt ein UQ3 mal R3 und ein minus UQ3 mal R3, dass sich das halt zu Null addiert. Also hier vorne, das kann ich mir schon mal wegdenken und das hinten kann ich mir wegdenken. So, und dann bleibt halt über ein R3 mal UQ2 minus UQ1. Also schreibe ich mal hin. R3 mal UQ2 minus UQ1. Dann hätten wir ein R3 mal R1 mal IQ plus R3 mal R1 mal IQ. Und dann hätten wir noch ein minus UQ3 mal R1. Minus UQ3 mal R1. So, und hier unter dem Bruchstrich stellen wir fest, das und das können wir wieder genau gegeneinander kürzen. Und hier hinten kommt das dann bei diesem Term noch mit dazu, bei dem R2. Naja, und dann sieht man schon über dem Bruchstrich, das ist schon ziemlich genau das, was wir auch vorher in der Formel halt hatten. Da mache ich einfach mal Punkt, Punkt, Punkt hin. Das passt schon so in etwa. Ja, und unter dem Bruchstrich hätten wir wieder R1, R1 mal R2, R2 mal R3 und R1 mal R3, das, was wir vorher auch hatten. Also das passt halt auch zu dem, was da schon so rauskam. Plus R1 mal R3. So, und das heißt, da kann man auch ein Häkchen hintermachen, das passt halt auch. Ist bei der, also so dieser direkte Lösungsweg ist bei der Aufgabe jetzt hier so ein bisschen tricky, weil ne, also bei vier Quellen, wenn ich das jetzt so auf diese Art und Weise hier unten mache, ich versuche direkt die Leerlaufspannung abzulesen, da vereinfacht sich ja nicht viel an der Schaltung. Ich habe ja nur den einen Widerstand abgetrennt, ja, dann habe ich da immer noch diese ganzen Quellen in dieser ganz komischen Zusammenschaltung. Also diese Variante hier funktioniert, wenn ich einfachere Aufgaben habe oder einfachere Schaltbilder, dann funktioniert es ganz gut. Wenn man kompliziertere Schaltbilder hat, dann ist es schlauer, das auf diese stückchenweise Methode zu machen. Und dann ist halt also ne, die Frage vielleicht, wie man das irgendwie geschickt aufschreibt, um das in endlicher Zeit und effizient hinzubekommen. Ich habe das jetzt hier sehr Stück für Stück gemacht, mit sehr viel zwischendurch die Schaltbilder aufzeichnen. Das kann man bestimmt kompakter und knapper halt hin schreiben, aufschreiben. Ja, aber das ist so, wie Zweipoltheorie funktioniert. Und also nochmal vielleicht zusammengefasst, die Idee von der Zweipoltheorie ist, nicht auf ein Gleichungssystem zu kommen. Ja, ansonsten, ich meine, was haben wir beim Zweigstromanalyse und Maschenstromanalyse und Knotenspannungsanalyse gemacht? Wir haben halt die ganzen Gleichungen, die ganzen Maschensätze, Knotensätze oder halt irgendwie einen Teil davon hingeschrieben, sodass halt ein Gleichungssystem rauskam mit unabhängigen Gleichungen. Das war an sich vielleicht im Prinzip relativ einfach. Dann hat man aber am Ende die Schwierigkeit, dieses Gleichungssystem lösen zu müssen. Ja? So, und hier ist jetzt die Idee, das so aufzuschreiben, dass ich halt eben nicht auf ein Gleichungssystem komme, sondern geschickt Quellen ineinander umzuwandeln und durch Reihenschaltung und Parallelschaltung zusammenzufassen, sodass sich die Schaltung immer Stück für Stück für Stück für Stück vereinfacht. Und man am Ende letztendlich bei einem Grundstromkreis rauskommt mit einer Spannungsquelle und irgendwie zwei Widerständen oder bei einer Stromquelle mit zwei Widerständen, sodass man halt ganz zum Schluss einfach die Formel
vom Grundstromkreis anwenden kann oder sagen wir mal einmal Stromteilerregel anwenden kann oder einmal Spannungsteilerregel anwenden kann und dann am Ende auf sein Ergebnis kommt. Das ist die Idee von Zweipoltheorie. Kann ich bereit zu schalten? Also Originalschaltung bitte. Zu der Originalschaltung. Dann gehe ich mal hier einfach an das zweite Beispiel und jetzt in die zweite Aufzeichnung rein. Also wenn wir mit der zweiten Methode rechnen ja. wollten, dann wenn wir so an sich von diese Klemmen gucken und Ersatz bestimmen, ja. dann U leer wollen wir bestimmen. Okay, können wir gucken, also gegenüber diese Klemmen ist OQ3 plus U3. Dann kann man das, aber in diesem Fall haben wir die Formel von OQ3 von der vorherigen Methode verwendet. Genau. Aber wenn das nicht da wäre, wäre dann, das kompliziert. Genau, also hier haben wir jetzt ja schon a priori Wissen, wie man sagt, aus unserer vorherigen Lösung verwendet, um auf das hier zu kommen. Ne? Also wie ich sage, ansonsten müsste man sich jetzt hier in dem Fall, wie ich sage, das hier oben ist einfach, das hier unten ist meist ein bisschen trickreicher, weil man sich halt irgendwie was überlegen muss. Aber in vielen Fällen ist es, kommt es schon irgendwie so hin, dass man halt sagt, ich stelle mir so einen Maschensatz auf und überlege mir, okay, hier diese Leerlaufspannung, die müsste ja genauso groß sein wie zum Beispiel die Spannung über diesen beiden Elementen und dann, okay, die weiß ich. Wenn ich hier die Spannung wissen will, müsste ich irgendwie den Strom wissen. Ja, ja okay, da muss ich mir überlegen, okay, wie kriege ich halt diesen Strom raus? Und dann, wenn die Schaltung nicht allzu kompliziert ist, kann man sich halt irgendwie was überlegen, wie kriege ich hier den Strom raus? Ich gehe nochmal hier auf die erste Seite zurück. Wie kriege ich hier den Strom raus, der hier fließt? Oder wie kriege ich hier irgendwie so eine Teilspannung raus? Also, weil die Schaltung nur kompliziert ist, weil es diesen Teil gibt, macht es das hier so kompliziert. Wenn ich den jetzt nicht hätte, dann könnte ich ja auch einfach mehr oder weniger einfach hier eine Spannungsteilerregel anwenden. Ja, wenn ich jetzt nur diese Spannungsquelle hätte zum Beispiel, wenn es die Stromquelle nicht gäbe, die Stromquelle, die ist jetzt böse an der Stelle, die macht das alles kaputt. Ja, die ist sozusagen, wenn das hier das Parlament ist, das ist hier die AfD, die ist alles kaputt, ja, die sind alles irgendwie demokratische Parteien, da kann man was mit machen und hier, das ist jetzt hier irgendwie so der Störenfried in dieser Schaltung. Wenn ich die nicht hätte, dann hätte ich ja auch einfach nur ganz viele Spannungsquellen in Reihe, die könnte ich alle zusammenfassen, dann könnte ich einfach das hier mit einer Spannungsteilerregel ausrechnen. Ja, also diese ein bisschen direktere Methode, die funktioniert halt nicht, wenn die Schaltung zu kompliziert wird, weil man dann einfach zu viel Gehirnschmalz reinstecken muss, um auf diese Formel zu kommen. Also deswegen, das, was wir jetzt hier gemacht haben, dieser Lösungsweg, der funktioniert immer. Ja, egal, wie kompliziert die Schaltung ist, das funktioniert immer. Das ist halt nur im Zweifel, ne, wenn ich sozusagen 10 Quellen hätte, also wahrscheinlich muss ich dann 10-mal irgendwas ineinander umwandeln und 10-mal irgendwas miteinander in Reihe und parallel schalten, dann sind das halt, ne, also jeder Schritt für sich ist halt sehr einfach, aber man hat dann halt einfach viele Schritte. Das ist so ein bisschen der Nachteil.